Hallo und willkommen zurück zur Monster Du Hunter bist Welt. zurück. Welt. Für ein Okay, ich bin dabei. unsterbliches Ampelglühen. Muss noch ein bisschen was essen, aber dann hab ich's. Warte mal. Nee, nee, nee. Die Gutscheine löse ich nicht bei ihm ein. Der ist zu leicht. Zu leicht, das ist. Den will ich lieber bei Lunast reinlösen oder so. Knappe Zeit und hat uns beinahe umgebracht, aber zu leicht. Also mit uns meine ich die Mauer. Ja, aber da hatten wir ja noch keine Artillerie dabei. Also wenn wir beide volle Artillerie haben, sollte das Ja. eigentlich kein Problem sein. Ja, stimmt. Ach stimmt. Ich wollte nachschauen, wie viele von denen ich eigentlich schon habe. Ob ich zwei habe, ob ich mehr habe. Muss mich passend anziehen für die Hitze dort. Wo ist denn das? Wenn du meinst, Ausrüstung. Na, nein, nicht Ausrüstung. Wo ist denn das? Die Objekte ist es ja nicht. Kann ich das in der Truhe nicht sehen, oder was? Warte mal, du bist doch eine Händlerin, oder? Hey. Verkaufen. Das Objektruhe. Ah, unecht. Zwei Stück habe ich, okay. Also wenn wir instant drei kriegen würden, wären wir sofort fertig, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Schreibe ich mir das mal hier auf. 2/5. Ja, Taste Jäger, X. wir müssen den Sora Magdaros schwächen. Gebt alles, wenn ihr auf seinem Rücken seid. Hab schon gegessen, für Zerstöre selber die nochmal Kerne, um ihn zu scheinbar nicht. schwächen. Oder lasse ein paar von den Stalaktiten auf ihn fallen. Wir haben die Stalaktiten mit Schießpulver präpariert. Benutze deine Schleuder, um sie zu sprengen. Du schaffst das. Sei vorsichtig. Zerstöre die Magmakerne, um den Sora Magdaros zu schwächen. Der Erfolg des ganzen Einsatzes hängt davon ab, ob wir... Hey, Das Partner! ist irrelevant hier. Ah, okay, nehmen wir das alles nur mit. Und let's go! Höchstmacht, sag mal, das ist. Kern gefunden. Hey, Papa! Los, los! Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo das Zeug nicht ich mach mal rauskommt. kurz was. Au. Okay, weird. Was ist das jetzt? Oh Mann, was soll da? das jetzt? Ist der nicht mehr da? Wieso wackelt der so? Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, du bist tot, bitte. Hey, Partner! Ja, weil er das Ding explodieren hat lassen, obwohl ich nicht angreifen konnte. Ich wollte eigentlich Heilung trinken, aber wenn ich nicht gehen kann. Okay. Ja, hab nicht gedacht, dass Halte nichts zurück! Betäubungswiderstand so wichtig sein könnte. Schon wieder? Nein! Und da ich am Brennen war, wollte ich lieber in der Heilung stehen, die da ist, anstatt Ah, die weiter wegzugehen. Stalaktiten! Ich musste Steine abwerfen. Was? Ich muss Steine abwerfen? Ich gehe zum nächsten, Keine okay? Du Ahnung, die kann kannst man von den hier fertig unten nicht machen. treffen. Okay, sure. Auch wenn ich das nicht mag, aber. Was soll's? Ah, fuck, fuck. Nein. Okay. Nee, Betäubungswiderstand ist, Interessant. Jetzt hat er überhaupt okay. gar nicht mehr. Gute gemacht. Arbeit. Suche den nächsten Magma-Kern.
Oh, warte mal, da ist ja irgendetwas passiert mit dem Panzer. Der Magmafluss verändert sich. Soweit ich das richtig bemerkt habe, da wo er rot wird, da kommt's raus. Und woanders nicht. Ja, schon, Scheiße. Aber manchmal wird's halt überall rot und dann hilft's einfach auch nicht. Ah ja. Also es wird, glaube ich, nicht überall rot. Es ist dann, glaube ich, nur auf der ganz anderen Seite. Das sagst natürlich du jetzt, aber nicht unbedingt besser ist. Spaß. Okay, ich mache erstmal den Stein hier kaputt. Ja, genau. Der wahrscheinlich gleich auf mich fällt. Okay. Ich habe Erholungsgeschwindigkeit auf Stufe 3 dabei. Ach, beziehungsweise nur im Lebenskraftmann. Was sind das für Stöße? Ich glaube, der Sora Magdaros lädt Energie auf. Macht weiter, bis er nachgibt. Wir können nicht zulassen, dass er seine Energie freisetzt. Soll der Energie aufladen, der Nergi? Wenn er meint. Oh, what the fuck? Wird hier rumgeschleudert? Ja, er ist ausgebrochen. Oh mein Gott. Okay, ich bin gerade beinahe gestorben. Jetzt wird es Zeit, ihn zu zähmen. Okay. Bitte nicht. Jäger bleibt auf euren Position. Ich lag halt da halb tot rum und dann kam er. Noch... bereit. Trink mal was. Bereit zum Einsatz, alter Mann. Also die Katze kann mich, denke ich, auch nicht retten. Nee, hier kann sie das nicht. Weil sie ja nicht hier ist. Ah, ich kann nicht so schnell rückwärts laufen. Es ist einfach ein bisschen knapp bemessen. Ich meine, du hast ja einen Dodge in deiner Angriffskombo. Auch wenn ich nicht weiß, ob der reicht, aber. Meinst du das auf C, oder? Nein. Oder dass man rechts klickt. Kann man auch als Dodge verwenden. In Ordnung. Bin da bereit. Okay, keine Ahnung, wo das da war. Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Egal, jetzt ich hab glücklicherweise meinen Mantel an. Das Ziel wurde gebändigt. Der Sora Magdaros bewegt sich nicht mehr. Meine Seite ist fertig. Was? Moment! Okay. Haltet euch bereit. Der Energiegigante ist hier. Okay, diesmal war ich sicher. Natürlich ist er das. Jäger, haltet euch bereit zum Abfang! Der Nergigante! Ich bin noch nicht fertig! Gib mir doch keine Katze, Mann. Ja, ich hau noch weiter, also ich versuch's zumindest, aber ich weiß nicht, ob mein Charakter auch schlägt. Alter, ich sollte mal schleifen. Das ist ja... keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Los! Hoffentlich mindestens. Was? Ah, okay. Nein! Das... der Sora hat sich befreit! Dir ist bewusst, dass das nicht nur bedeutet, das dass du nicht abfallst, sondern dass du auch mit Jäger, jedem Schlag weniger dämpfst. Konzentriert euch! Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, was du möchtest. Warum musst du mich jetzt wieder so nerven? Ich hab doch gesagt, dass ich schleifen muss! Er versucht aufzustehen! Gut, das, du bist haltet gut. Euch bereit für den Schock! Lasst euch nicht abschütteln! Okay, ich hab die zwei. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kern eigentlich nicht fertig ist, aber naja, jetzt kann ich nicht mal draufschlagen. Der Sora Magdaros fängt an, sich aufzubäumen! Jäger, macht weiter! Es liegt an euch! Ihr müsst den Gigante davonjagen! Warum denn? Der haut doch los! Selber ab! Wozu hat er Jesus im Kopf? Das ist die Frage. Erstmal, warte mal, wo genau komme ich da jetzt hoch? Das ist wohl eher das Rätsel. Ganz vorne. Ich glaube, das, was du machst, bringt dich in den Kern. Ja, aber ich bin los! Du musst zeitlich nach vorne laufen. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich war da gerade auf der Seite und hab da keinen Weg gefunden, aber gut. Tut mir leid, ich hau ihm mal auf die Nase. Ist schon da. 99, 69, 41, 70. Ja, hau mich nicht runter! Er zeigt auf den Ja, schau, so, ja. Servus. Los!
Los! Ich finde, die Nase ist wichtiger als der Energiegant. Oder was weiß ich schon. Als ob. Oh mein Gott, ich bin beinahe runtergefallen, als er sich gedreht hat. Ich war noch nicht mal auf so deinem Kopf. Ja, okay. Servus. Okay, ist er wieder da? Nein. Ich habe hier gerade draufgeschlagen und bin vom Förderplatz weggegangen. Ah, da ist er auf einmal gespawnt. Da zurückzukommen, wie ein normaler Kopf. Hä? Er kam doch gerade her. Ah, sorry, falls du. Oh, okay, wir haben echt keine Zeit. Schnellster Weg. Los! Warte, was? Okay, mir war das nicht mal bewusst, dass man da landen kann. Merkwürdig, ich weiß es nämlich, seit ich gesehen habe, wie du es gemacht hast. Ich bin jedes Mal komplett runtergefallen wie ein Vollidiot. Bis ich da mal gemerkt habe, hey, wieso bist du nicht unten bei mir? Also du hast es mal. Ja, keine Ahnung. Irritiert mich. Okay, Nase kommt. Los! Nein, Mann, der ist zu schnell. Ja, wird sich umsehen. Ich weiß nicht warum, aber. Ja, hier an der Seite, wo ich gespawnt bin, konnte ich aber nochmal auf seinen Hals hauen. Finde ich auch gut. Sure. Jetzt hast du deine Chance, ich bin gleich wieder da. Los! Ah, anscheinend nicht. Dreht sich schon wieder weg. Bist du direkt hin, als er. Ah? Was? Er war da, bevor ich da war, also. Oh ja, das ist dann wasted timing. Ich sehe deinen Fall gar nicht. Und Demnergi. Achso, du spielst gegen Demnergi. Ja. Meinst du, es macht mehr Sinn? Weiß nicht. Aber es ist die Quest. Mach mir halt Sorgen. Nein! Willst du mich gerade verarschen? Ich war noch nicht mal auf deinem Kopf! Ich denke mir so, ich will vor dem Kopf warten und dann dreht er den Kopf weg, bitte. Los! Ich frage mich, was es gibt, mit dem man schneller klettern kann. Okay, nee, beim Klettern bin ich nicht sicher, ob es das gibt. Gibt so ein paar merkwürdige Convenience-Sachen, aber. Los! Oh, ich glaube, er ist ausgegangen. Er ist jetzt aus auf der Map. Ja. Gut. Dann haben wir noch einen vor uns, sobald der Energie weg ist und der Zora wieder sich hingelegt hat. Ja, wenn er sich wieder flach legt. Da kannst du mir jetzt helfen. Ah. Du brennst und bist halt tot. Was zur Hölle? Vulkanausbruch? Ja, da war halt so ein Ding und bin halt ein bisschen ungünstig gekommen von der Zeit her. Ich bin betäubt und ouch. Auch. Ja, gut, immerhin verletzt der Zora damit auch den Energiegant. Ich glaube, das ist sein Ziel. Ich glaube, er kämpft auch gegen den Energie. Ja, ich sterbe hier noch, wenn das so weitergeht. Das wäre nicht so gut. Ja, aber ich kann mich gerade echt nicht gut bewegen. Okay, er lässt mich endlich mal ein Stück weg. Oh mein Gott! Ah, nice! Guter Treffer, Zora. Weiter so!
Das ja, halt Monster lasse ich nicht durchsetzen. Oh, lasst euch von eurem Mut leiten. Los, mach schon. Du schaffst das. Okay, du bist dran. Danke. Hab ich eigentlich? Ja, an sich habe ich aber nicht. Heilige Scheiße. Ja, das ist doch eine Wand. Los! Au! Das. Okay, das war größer als ich dachte. Und wo kommen wir am schnellsten zu dem Kern, wenn er umgedreht ist? Der Sora Magdaros kommt wieder auf die Beine. Ich glaube, es ist dann direkt hier. Ja, das müsste er sein, das kommt mich an. Der sieht ziemlich nicht an aus, ja. Ich meine. Also gut. Ah ja, da genau. Fangt ihn ja an der Barriere ab! Jäger, zerstört die Magmakerne! Wir müssen Gefühl, das Ziel weiterschmeißen! Zweiter Magmakern zerstört! Nicht immer, aber es ist halt. Das sagt's jetzt erst. Es ist, was es ist. Okay, das ist jetzt irgendwie überall. Hallo? Ich finde ja, keine Seite, die frei ist! Hab ich das nicht erwähnt? Ja, wahrscheinlich war es wieder auf der ganz anderen Seite. Ich konnte da hingucken, Mann. Da war. Ach, egal. Ja, das ist irgendwie richtig kacke, weil ich gerade im Schleifen bin. Ah, ja. Ja, du bist tot. Trotz meiner Heildings da. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Deine Heildings da? Also, ich weiß ja nicht. Erreicht hat die mich nicht? Ja, wenn du dich so weit wegstellst. Das hier ist der beschissenste Kern, weil man nicht wegkommt. Man kann ja nicht rechtzeitig da hochklettern, wir haben ja hier keine. Ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt so weit wie möglich, weil ich mir denke, vielleicht erleichtert da weniger Schaden. Aber. Nein, und irgendwie kann man nicht diven, weil der Kern nicht als Monster zählt. Also, oh, okay, wieder. Ich glaube, du kannst es schon, aber ich glaube, das Timing ist nicht so optimal. Oder es ist die Problematik, weil dadurch, dass es quasi rausschießt, dass es irgendwie mehrere Entities auf einmal. Oh, okay, hier am Rand habe ich gerade tatsächlich keinen Damage bekommen. Also du. Ich kann dir nur sagen, ich habe halt 200 Lebenspunkte. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Wer jetzt, wenn 50 mehr Lebenspunkte so den Effekt haben? Ja, natürlich haben sie das, WTF. Die sind mehr wert als 100 Verteidiger. Nein, haben sie nicht. So viel Schaden, wie wir das Ding machen, hätten die 50 mehr jetzt auch nichts gebracht. Ihr müsst den Sora Magdaros so weit wie möglich schwächen. Das ist die Mathematik dahinter nicht gelesen. Es gibt nicht keine zweite Chance. Oh, er dreht sich um. Alles ist verloren. Bist du schon fertig? Nein, bin ich nicht. Ja, warum dreht er sich denn dann? Also, ich hau mal noch weiter dagegen. Au. Okay, das war's. Er ist ja eigentlich so schon fertig vom Ding her. Hier drüben. Achso, du bist bei dem Teil, okay. Halte dich zurück. Nehmen wir mal vor, merkwürdig. Okay. Dev, kann diese Kanone eigentlich entweder rechts an ihm vorbei oder links an ihm vorbei schauen? Willst du mich verarschen? Ja, beweg dich noch einen. Okay, das trifft ihn jetzt. Okay, beide Katzen, ihr könnt euch um die Kanone kümmern. 61, nice. Ja, ich denke, ich brauche keine Sorgen machen. Doppelte Damage ist halt schon. Feuer frei! Los, los! Lauf ich einen Marathon. Halte dich zurück! Ja, kannst du machen. So, nehmen wir den Einschussbinder auch mit. Hey, Papa! Da muss ich, ja. Die Kanone da hinten schießt sich nicht von selbst. Die Person wedelt nur mit der Hand. Ja, das tun sie. Ja, bescheuert, aber. Der Sora mag daraus lädt Energie auf. Kannst du ihn gerade zufällig binden? Ich bin. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Also ich habe einen Binder, aber
Wehe. Die Katzen wollen ihre Kanone nicht verlieren und ich will auch nicht, dass sie ihre Kanone verlieren. Was? Nein. Da, oh, ich bin tot. WTF. Ja, das fand ich jetzt auch wieder. Ich bin gerade. Wieso zur Hölle haben wir nicht noch... Ich habe eigentlich links gedrückt. Ich weiß nicht, warum er nicht rausgeschossen hat. Man hat ihn ja scheinbar dann doch ausgerüstet. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass wir ein Leben weniger haben. Was? Wo ist dein Problem? Ist dir nicht aufgefallen, dass ich zweimal gestorben bin? Du bist einmal gestorben, ich bin einmal gestorben. Du bist zweimal gestorben? Nein, habe ich. Dein Ernst? Okay, wenn ich gewusst hätte, dass mich das umbringen kann, dann hätte ich mich geheilt und wäre nicht so nah dran gewesen. Aber du hast einfach komplett vergessen. Also das nervt mich jetzt. Na klar, der kann Schaden machen, denke ich mal. Das Feldteam hat sich am Haupttor versammelt. Sieht aus, als würde es zu einer Expedition in den Wald aufbrechen. Ja. Bemühe dich bitte. Okay, willst du irgendwas verändern? Oder gleich weiter rein? Hä? Ja, ich kann da jetzt eine andere Rüstung anziehen. Das hilft. Ja, was genau brauche ich denn gegen den? Einfach eine Feuerresistenz, ja. Keine Ahnung. Hey! Zählt das dagegen? Hast du da eine Ahnung? Ja. Naja, das ist relativ irrelevant. Akia, Max. Sortieren wir nach Anzahl der Slots. Oder gibt es eine Fähigkeit, die Feuerwiderstand ist, die aber eine Set-Bonus-Fähigkeit ist, nicht? Oder? Also wenn, dann hat der Terrastra sowas in die Richtung. Widerstand. Oder, nee, warte, Slots. Und dann Widerstand gegen Feuer. So, okay, 4 ist mein Max-Wert. Was ist denn der Uraganschutz? Ja, da geht's ja nur um Blocken. Was ist denn das? Den Schaden für anormale Stasis-Effekte, eine Krüsseltreffer, ja. Die sind aber weniger da drin. Okay, der Guide empfiehlt den Temporal- und den Rocksteady-Mantel. Also wechsle ich mal Equipment. Was sind das denn jetzt schon wieder für Mäntel? Lebensretter und Trutz. Trutz? Trutz? Ja, ich packe dort Erholungsjuwelen rein. Das klingt sinnvoll. Ja, was macht Trutz? Eliminiert Schadensreaktion. Verhindert Windeffekt. Also er sorgt dafür, dass wir nicht die ganze Zeit weggeschleudert werden, wenn das Feuer uns trifft. Und mindert leicht den Schaden von Angriffen, also macht das Feuer auch schwächer. Also ich sehe, warum das einen Sinn haben kann. Or damage or devil your weapons if you are melee. Order damage is also good. Das beantwortet aber immer noch nicht meine Rüstungsfrage. Ja, ich lese ja noch Skills und Equipment. Okay, sorry, aber das war's mit Skills und Equipment. Das steht jetzt nirgendwo. Da steht nichts von Rüstung. Scheint nicht so wichtig zu sein. Also das Wichtigste ist Heavy Artillery auf Stufe 2. Ja, okay. Okay, Schuhe. Das. Da brauche ich 2 Deko-Slots für. Das ist jetzt nicht teuer. Gut,
mich sogar nackt hingeregen, wenn ich ein Schwert habe, zwei drin sind. War das alles oder steht da noch was? Man sollte Nergi sofort angreifen, wenn er kommt. Und warum genau? Was ist die Begründung dahinter? Geht da nicht. WTF, warum begründen die da nichts? Warum soll man nicht auf den Kopf da oben gehen? Wenn der Nergi weg ist, steht er sich doch sofort wieder auf. Also kommt man da gar nicht mehr dran. Also der Guide behauptet, Teil 1 ist der schwere Teil. Aber das war ja kein Problem für uns. Also machen wir einfach, was wir bisher gemacht haben. Was? Ja, drauf war. Ich will wissen, wie ich besser gegen diese Feuerstöße überleben kann. Ja, Lebensretter und Trotz. Ja, auch wenn das natürlich beides was nicht soll ich für eine Rüstung anziehen? Ja, eine mit Feuerwiderstand und viel Verteidigung. Ja, ich denke mir halt so, stimmt das, wenn da nichts davon steht, like WTF? Ja, ist auch nur ein random Typ, der Tipps aufschreibt, Mann. Was willst du? Ein Guide vom Entwickler? Das, was ich... Das ist folgendes gedacht, dass man sie mit dem und dem Equipment am besten... Das, was ich will, ist Zora Magdaros... Ey, wenn du... Oder von eher, Bleib einfach in der scheiß Base und ich mache ihn mit meinem Boot fertig. Ergänzt Zora Magdaros. Jetzt wird ein P geschrieben. Ja, das ist seine eigene Armor jetzt wahrscheinlich, oder? Weakness Strategy. Was ist das? SDF. Hey, sind das seine Werte? Das sind die ganzen Resistances. Ja, scheinbar haben die meisten Probleme, die Kerne schnell zu finden. Und das ist jetzt bei uns eher nicht der Fall. Also. Wie soll man denn Probleme haben, die zu finden? Die sind immer an derselben Stelle. Also, wenn man die einmal gefunden hat, dann weiß man, wo die sind. Ja, scheinbar fliegt der Nergigante in der AT-Quest nicht von alleine weg. Man muss ihn irgendwann angreifen. Ah, okay, deswegen. Geht trotzdem nicht. Da. Warum? Was passiert, wenn der Zora dann die Wand erreicht? Wenn er noch da ist. Keine Ahnung. Destroying the Horn Core is not recommended. Okay. Aber ich sage auch nicht warum. Ich sage einfach nur nicht recommended. You will deal a lot more DPS from firing cannonballs at him. Okay. Aber ich verstehe es nicht. Aber er erreicht die Wand da auch nicht. Vor allem, warte mal. Während der Nergi da ist, kann er die Wand, glaube ich, gar nicht erreichen eigentlich, weil er, glaube ich, nicht nach vorne geht. Also eine Sache, die wir machen müssen, der Kern, bei dem man kaum Ausweichmöglichkeit hat, weil man ja runterhüpft und es so eng ist, den mache ich am besten solo, weil ich ihn besser tanken kann. Den ersten lasse ich dir einfach komplett. Der zweite hatte die Schräge. Das heißt, ich gehe sofort durch zu dem, der da zum dritten. Weil normalerweise habe ich ja den zweiten gemacht und du den dritten und das ist irgendwie doof. Also, ja. Ich gehe am besten direkt zum dritten durch. Warte, nee, das ist. Eine Quest bekannt gemacht, okay. Ja, weil ich ja immer noch nichts finde. Es ist so bescheuert, Mann. Warum schreibt denn niemand? Ja, hier, die Rüstung, die habe ich verwendet, die ist gut. WTF. Weil es halt ziemlich egal ist. Warum können die ein... Warum schreiben die keine Rüstungssetups? Like... Ist... Sortier nach Verteidigung, nimm das mit der höchsten. Aber ich würde es schön finden, wenn du Gesundheitsboost hättest.
Und Artillerie logischerweise, aber es ist ja eh in den Dekos und ansonsten. Naja. Ich weiß nicht mal, wo das überall von Dingens da drin wäre. Mann, ich kann das wieder anziehen. Das ist halt nicht so mega auf Feuer Defense. Ah ja, keine Ahnung. Also warte, ich sollte hier diesen komischen anderen Mantel da reinmachen, den da. Statt das hier kommt, wo ist denn das jetzt da? Das da. Okay, also hier jetzt weitermachen ist die Frage. Muss ich das überhaupt? Naja, eigentlich nicht. Okay, also was, dann gehen wir wieder hier hin. Das. Haben wir hier irgendwo eins, wo wir noch nicht bis dahin sind? Nicht so zu dem Degree, okay. Das. Kann ich das hier bauen? Kann ich wahrscheinlich sogar. Wenn mir hier zwischendrin nicht irgendwie was ausgeht. Waffe. Du. Baum. Ausrüstung verbessern. Ja, komm, machen wir ein paar Slit. Bewerten nicht vergessen und ciao.